Pause neigt sich dem Ende entgegen. Das bedeutet, wir starten hier mit der Bauernklasse 6,5 Tonnen. Die nächste Klasse, die heute gefahren werden soll. Das 6,5 Tonnen Startgewicht in dieser Klasse. Die örtlichen Landwirte kämpfen darum, wer hat den stärksten Trecker im Feld. Das ist die große Frage. Und der erste Pool könnte natürlich erstmal ein Testpool sein. Der Renault vor dem Bremswagen unterwegs. Bauern Standardpulling in Sonstberg. Fangen Sie alle mal auf diese Situation, die örtlichen Landwirte kämpfen darum, wer am Ende hier als wieder vom Platz geht. Knapp davor kommt es aufzählen, der erste Pool des Tages in dieser Klasse. Bankkommissar und Bremswagen Buch. Beratschlagen nochmal kurz. Also den Renault zielst du nicht für den Stärksten? Nee, der Stärker. Ist ja auch ein Deutsch. Eben, was für eine Frage. 19 Tonnen, der Deutsch, der Torpedo geht voran. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Schauen wir mal, ob wir jetzt den ersten Pro-Pool sehen. Auch er ist ja einer, der viel Pulling-Erfahrung mit sich bringt. Wird es der nächste Proton werden? Das ist die große Frage. Die C1455 Traktoren, egal welcher Baureihe, sehr, sehr gerne eingesetzt von Traktoren in den einzelnen Klassen. Ein Wahnsinn, so cool, gar keine Belastung für den 14.55.
macht sich stoppbereit. Und es ist auch ein Thema, du mein Gott. Und das Thema heute, ja, und dann geht's auch schon los. Kleiner Gang auf den ersten Meter. Herr Scholz gibt Gas. Kommt da an der Full-Pull-Marke? Das ist die große Frage. Zwei Stück haben wir schon im Finale. Beides IAC 14,55. Den verrückten Mann Deutz, der zieht und zieht, er geht über die 90 Meter Marke. Es sieht fantastisch gut aus, wird das der nächste Vogel. Die Kraft drückt voll auf die Hüfte, der Zugwiderstand wird höher. 19 Tonnen im Gesamtgewicht, fast nicht zu glauben, dass er hier über die Vogelmarke geht und sich mit Steffen qualifiziert. Der Niklas Balz ist da noch einmal unterwegs mit seinem Gefährt. Er ist der letzte hier im ersten Durchgang. Dann darf der Renault und der Deutsche Torpedo vom Team Lachs noch einmal ran. Zweiter Versuch, leider an 97 Meter, 53 und 83 gezogen. Die hauen dann nochmal in die Tasten. Und dann kommt das Finale in dieser Klasse. Da geht es weiter mit der Sportklasse. Wir können auf uns kommen. Sie sind schon heiß, sie sind schon bereit zu regeln. Der Halt ist da, der Kölner ist da, aber Akuma, Oliver, die Schätzchen verkürzen. Der 4,5 Tonnen Sportklasse, die bereit zu regeln.
Ja, der Venus noch einmal unterwegs hier. Auf der Strecke kämpft noch einmal um die entscheidenden Meter, jetzt ins Finale zu kommen. Er hat 97 Meter 53 gehabt. Schauen wir mal, was er im zweiten Lauf anstellt. Auch die Schwarzen sind da mit Black Edition. Machen Sie sich bereit für Ihren Bull. Was macht Team Lachs mit dem mächtigen Deutsch CX? Das Team Lachs im Finale mit drinne. Das bedeutet, wir haben hier ein richtig, richtig spannendes Check-in. Was macht der 1455 XL? Was macht der Georg? Wo parkt er den Bremswagen? Das ist die große Frage. Die ersten Meter. Hat er schon mal gut hinter sich gebracht. Geht an die rechte Bahnkante. Jetzt heißt es auch, die richtige Spur zu finden auf der Strecke. Jetzt heißt es auch, sich richtig zu positionieren. Das läuft wesentlich schneller nach vorne, seht ihr. Jetzt schon bei der 60-Meter-Marke drückt die Back voll auf die Tüte. Der Zugwiderstand wird immer größer. Der 1455 muss arbeiten, muss richtig kämpfen. Ja, schöne Bilder jetzt hier. Auf der Hinterachse tanzen, wie wir immer so schön sagen. Ein richtig, richtig geiler Pull von Georg. Der gibt es Szenenapplaus für den IAC-Piloten. Okay, grüne Flagge für den Favoriten dieser Klasse. Er macht sich startbereit, er nimmt die linke Bahnkante. Und wir schauen mal, wo die Reise hingeht. Noch ist alles tief entspannt, noch ist die Bahn über den Hinterrädern des Bremswagens positioniert. Der Eigenkonstruktion der Edelrechter. Jungs, die in ganz Europa mit dem Militär unterwegs sind. Einer der besten Rennfahrer in Europa. Jetzt kommt die Bank nach vorne. Bei der 60-Meter-Marke. Kommt Druck auf die Kufe. Und der 1455 an der linken Bahnkante kämpft um jeden Meter. Aber das wird ruhiger. Aber der ruhiger. Jetzt volle Last auf die Kufe. Und da geht es nicht mehr vorwärts. Überraschung. 79,45 und er steht hier schon bei der 67 Meter Marke. Was ist da los gewesen? Zu groß oder was ist da passiert? Da hat er richtig an Dampf verloren auf den letzten Metern.
Und wir waren sichtlich überrascht hier, dass der Traktor von Christoph hier schon bei 67,15 Meter stand. Der nächste macht sich startbereit mit seinem Gewehr. Der Deutsch schon angekommen bei der 60 Meter Marke. Da wird es immer wieder spannend. Wie gut sind sie ballastiert? Wie gut sind sie vom Reifendruck ausgestattet? Wie ist die Spur auf der Bahn? Bei ihm scheint das momentan noch etwas besser zu laufen. Jetzt geht die Achse langsam nach oben und der Deutsch geht hier locker über die 70 Meter rüber. Er peilt die 80 Meter Marke an, Zugwiderstand wird größer und dann kommt das aus für die Deutschpiloten. Der 14,55 ist als nächstes unterwegs hier. 79,45 Meter steht immer noch auf Platz 1 von Georg Elser. Er hat das Ding übernommen. Jetzt gibt es nochmal an die rechte Bahnkante. Sie suchen hier auch ein bisschen nach der Spur auf der Bahn, die doch schon wieder mächtig ausgetrocknet ist. Vieles loses Material hier oben drauf, darunter knallhart. Team Carsten ist das nochmal der 14,55. Die wir ja eben schon in der Homesport nach dem dritten Platz eingefahren haben. Jetzt geht er auf die Hinterachse und da geht es weiter. Und da geht es weiter. Es geht Richtung 80 Meter Marke. Oh, das sieht gut aus. Er kämpft von jedem Meter. Heieieiei. Ja, der nächste Deutsch-Pilot, der Niklas Stemmanns, ist unterwegs mit seinem Traktor. Zwei Deutsch-Traktoren, die jetzt bereitstehen. Beide noch das Potenzial zum Sieg haben. Beide mit einem kleinen Gang unterwegs. Kämpfen sie sich hier nochmal nach vorne. Wird hier bei der 80 Meter Marke die Entscheidung fallen oder sterben sie vorher? Der Deutsch ist bei der 60 Meter Marke angekommen und jetzt wird es spannend hier. Er geht über die 70 Meter Marke. Ich hab's euch gesagt, er hat Potenzial und er kämpft. Aber auch für ihn knapp hinter der 70 Meter Marke das aus. Noch einmal mit Niklas am Steuer. Ah, der ist unruhig. Er ist unruhig unterwegs und vor der 60 Meter Marke. Aber das wird ganz schwer für ihn. Da springt und hüpft er wie ein Känguru vor dem Bremswagen. Und das schon ab der 50 Meter Marke. Da war wirklich keine neue Bestzeit drin. Was macht der Renault? Kann er mit einem ganz kleinen Gang an der linken Bahnkante vielleicht noch das Zünden an der Waage sein? Auf den ersten Metern sieht das richtig gut aus. Die 60 Meter Marke ist kein Problem, aber auch er wird schon wieder unruhig vor dem Bremswagen. Kann er ihn noch einmal einfangen? Geht's dann noch weiter? Langsam tinselt er dahin, der Renault. Und dann kommt das aus vor der 70 Meter Marke. Das ist bitter. Power up, Power. Der gute alte
Pulling auf Weber hier noch in der Windschutzscheibe. 3,6 Sportklasse mit dabei. In der Supersport. Und dann gehören sie zum absoluten Favoritenkreis. Der kleine Deutscher, einer der Top-Traktoren. Bontinatz. Was machen sie jetzt hier in der Bauernklasse? Was macht der Teamchef? Geht es noch einmal zur 80-Meter-Marke? Noch einmal neu ausbalanciert den richtigen alten Deutsch-Sitz. Und noch einmal die rechte Bahnkante gewählt. Da waren noch nicht viele unterwegs, das könnte sich gut auszahlen. 60 Meter, kein Problem für ihn. Aber dann wird es spannend. Es geht über die 60 Meter Marke hinweg. Es geht hinter 80 Meter Marke. Auf der Hinterachse. Liter für Liter. Kämpft er sich nach vorne. Team Lex gibt alles. Reicht das? Reicht das für die 79,45? 77,02 Meter. Es ist der zweite Platz für ihn. Der zweite Platz als letzter Starter. Alle Strecke dort auf der Wiesel, danke. Wieder noch auf 1. Auf der 3. Willi auf der 2. Steiger auf der 3.